Und nochmal zwei Spiele bekommen bei Goldstar. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Okay, Runde 1. Schon mal gucken. Runde 2. Na, schade. Oh, immerhin. Ich will ganz gerne noch den linken Bonuspfeil haben, bevor ich das Spiel verlasse. Mach mir links den Pfeil jetzt aus. Na gut, dann lassen wir halt den Pfeil stehen. Vielleicht kriege ich ihn ja später noch und machen wir nochmal was anderes. So, ich versuche es jetzt mal mit. Ja, ich überlege. Ich versuche es nochmal mit Vamp oder machen wir Multi-7. Komm, machen wir mal ein ohne Feature-Spiel außer die 7. Vielleicht passiert ja hier mal was. Cyborg Tower lief ja leider eben auch nicht so. Dann starten wir mal mit 60 Cent. Da ist der Gewinnplan. Und schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. Vielleicht, dass wir mal ein bisschen Entschädigung noch haben. Gucken, ob er was macht. Ich muss mal gerade Geld in den Pfeif reinwerfen. So. Gucken, vielleicht kriegen wir mal die Risikoleiter hochgedrückt oder sowas, wenn mal was Richtiges kommt. Aber erstmal ein bisschen aufbauen hier. Im Moment passiert ja noch nicht viel. Und? Schade. Komm, hau mal was raus hier. Das Spiel ist so extrem leise, wenn nichts passiert irgendwie. So, und ja, ich hoffe, dass er mal hier. Ah, da pfeift es ja wieder bei jemandem. So. Na komm. Müssen wir wieder buchen gehen. So. Schauen wir mal weiter. Die Kisten immer so tot sind, dass hier nichts mal nachkommt irgendwie. Ist echt schade. Ich hoffe, dass der mal irgendwie jetzt hier wenigstens mal was auf die Uhr bringt. Aber es läuft so ruhig. Ja. Ich muss leider gerade auch wieder ein bisschen mehr quatschen, um den Hintergrund zu betonen. Und ja, deshalb hoffe ich einfach, dass
dass der jetzt hier halt ein bisschen Theater mal macht, dass ich nicht die ganze Zeit reden muss. Aber der zieht hier alles wieder so runter. Das ist Wahnsinn. Dass hier nichts passiert mal in den Kästen. Komm, hau mal ein Bild raus. Es kommen überhaupt kaum Siebener. Wäre schön, wenn mal so ein paar Siebener hier kämen. Und mal was machen. Aber es läuft absolut ruhig. Oh, da haben wir doch mal was. €67. Und? Mal schauen. Kannst du mir mal auf Einsatz drücken? Auf Einsatz. Danke. Schade. Hätte ja mal klappen können. Schade. Schade, schade, schade. Schauen wir mal, ob mal auf 1 € mal was macht. Und? Ah. Mann, dass der nicht mal hochmarschiert. Na, das bringt wieder nichts. Komm, hau mal was raus hier. Schade. €1,20. Ist ja auch mal ein interessanter Einsatz. Ach, dass er sich nicht mal hochdrücken lässt hier. Und so 1,60. Kann der nicht mehr hier Hammerbilder machen bei auf diesen Einsätzen? Einfach mal buff. Nein, es läuft ruhig das Geld wieder runter. Kommt nix. Ja. Bringt eigentlich nichts, wenn er da hinten die aufmacht, wenn eh keine Gewinnkonstellation ist. Och man. Zieht ja wieder alles so runter. Das gibt's auch nicht.
Risiko ist tot. Das war's. So. Und das war's. Da wieder hier. Gucken, ob wir wieder 50 kriegen. Der holt die ganze Zeit, der rettet hier mehr oder weniger immer. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich habe nur die Chance gerade nochmal genutzt zu buchen. Und geht da hoch. Und wieder mal. Das läuft. Ich will links noch den Bonus-File. Hat mich jetzt ein paar Mal gerettet mit dem 50-Euro, aber die anderen Spieler haben es halt immer wieder direkt platt gemacht. Ich möchte gerne links den Bonus-Pfeil ausmachen. Okay. Ich mich verguckt. So, jetzt mach einen Pfeil, komm. Ah. Setzt der rechts den Pfeil natürlich auch noch nach oben. War ja klar. Jetzt haben wir beide Pfeile oben. Wie schön. Das lässt man ungern so stehen, das Spiel. Na, wenigstens ist der schon mal wieder weg. Komm, jetzt mach links auch noch den Pfeil weg. Ich weiß, ist super spannend auf 10 Cent gerade zuzuschauen, aber ich lasse ungern das so stehen. Das war ja klar, das war jetzt Vorführeffekt hier.